Nur die zweite und die dritte Methode ist übrigens eine, die dem Tod ein Schnippchen schlagen könnte. Denn in der ersten setzt sich ja das Lebens-Todes-Prinzip weiterhin fort. Der Sublimationist hingegen versucht erst gar nicht, sich fortzupflanzen, sondern überträgt alles auf sein diachronisches Werkschaffen. Und der am Objekt scheiternde versucht, das Feuer durch Verwässerung, durch Nichtfortpflanzung, durch Luftabschnürung, durch Zerlegung, durch Zerschneidung des Waldes eine Schneise schlagen in den Brandbestand, durch Analyse der Brandursachen bis hin zum Erstbrand, das ist die Atmung als ein kontinuierliches Verbrennungsvorgang, zu untersuchen. Aber er findet keine Begleitung für diese Aufgaben, weil die Primärnarzissten sich immer nur für die erste Methode entscheiden, das Feuer durch Gegenfeuer noch weiter zu schüren und nicht es abzulöschen.